Bisher dürfen das nur Geheimdienste und das BKA nur in wenigen Fällen zur Gefahrenabwehr, etwa bei Terror, mitlesen bei Messengern, WhatsApp, Telegram und Co. Künftig aber soll das auch der Polizei erlaubt sein. Bringt das mehr Sicherheit? Wurde sich vor 20 Jahren noch in einer Wohnung getroffen, um kriminelle oder terroristische Aktivitäten zu planen, kann man sich heutzutage in einem Chatroom treffen. Der Gesetzgeber muss hierauf eine Antwort finden. Strafverfolger dürfen Kriminellen nicht hinterherhinken. Wie wird die Software durch die Ermittler installiert? In vielen Fällen werden sie bestehende Sicherheitslücken nutzen müssen, um sich von ferne Zugriff auf das Gerät zu verschaffen. Doch wenn solche Sicherheitslücken notwendig sind, werden staatliche Stellen bestimmt wenig Interesse daran haben, sie den Softwareherstellern zu melden, was wiederum auch Cyberkriminellen die Nutzung dieser Lücken ermöglicht und diesen somit Vorschub leisten. Die Cyberkriminellen können sich schon mal vorab bei der Bundesregierung bedanken. Droht uns ein neuer, großer Lauschangriff? Es ist einfach Unsinn, wenn sich die Arbeit der Ermittlungsbehörden und ihre Möglichkeiten nicht daran orientiert, wie Täter und Banden heutzutage agieren. Das heißt zu oft im Moment, dass wir Täter eben nicht auf die Spur kommen können, dass wir mit Telekommunikation herkömmlicher Art eigentlich nur noch mitkriegen, wer gerade welche Pizza bestellt. Mit diesem Gesetz greifen Sie substanziell in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung und gerade in dem Kernbereich privater Lebensführung ein. Und das ist grundgesetzwidrig, das ist mit der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts in keiner Weise zu vereinbaren. Eigentlich wollten wir hier über die große Strafprozesse